Es sieht wirklich wunderschön aus. Also die Farben des Sees, die Berge, die ganzen Konturen jetzt mit dem Schatten und der Sonne. Es ist ein Traum. Hallihallo Leute! Und willkommen in Queenstown! Hier machen wir kleine Mittagspause. Erste 300 Kilometer sind jetzt geschafft. 357, glaube ich. Ja, war ein guter Ritt von heute Morgen bis jetzt heute Mittag. Aber wir sind endlich angekommen und sind jetzt am großen See in Queenstown. Genau, ich habe den Namen vergessen. Irgend so ein schwieriger Name wieder mit W. Wanaka? Nee, Wanaka? Nee, keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall sieht das wunderschön hier aus. Die Bäume sind gefärbt. Das haben wir auch gemerkt, dass es jetzt auf der Südinsel öfter gefärbte Bäume gibt. Gelb, Rot, Orange, alles Mögliche. Und ein bisschen weniger Tannen. Ja, hat man den Eindruck. Wir sind jetzt mittlerweile auch in luftigen Höhen. Man merkt, dass es hier viel kälter ist. Man sieht überall Berggipfel um einen herum. Ist ein schönes Sogar Ambiente. Schnee bedeckt manchmal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, das war hier unser kleiner Walk. Wir haben gerade schon gesagt, wäre es hier nicht so herbstlich, gelb würde das wahrscheinlich gar nicht so erstaunlich aussehen. Ja, aber ich klinge immer so negativ. Es ist jetzt sehr schön. Es sieht richtig gut aus, ja. Aber die Sonne verschwindet auch langsam schon hinter dem Berg. Und das ist unser Stichwort, wir werden los. Weiter. Das ist für mich hier irgendwie die perfekte Heidi-Location. Da fällt mir gleich Heidi ein, ich weiß nicht. Es ist ganz süß irgendwie. Also auf jeden Fall haben wir vorne ein Schild gesehen, auf dem stand, dass die Southern Scenic Route, also die südliche szenische oder malerische Autostrecke, jetzt beginnt. Und wir befinden uns jetzt gerade da drauf und wie gesagt, es ist traumhaft schön. Wir haben gutes Wetter, klare Sicht und wir freuen uns. Oh
Und wir sind da, wir haben es geschafft. Teanau, unser Ziel vom Franz-Josef-Gletscher war das 500 Kilometer entfernt, oder ein bisschen mehr sogar. Haben wir jetzt endlich geschafft, es ist 4:30 und sogar noch ein bisschen Zeit, um einen kleinen Gang hier zu machen. Tag neigt sich dem Ende. Die Sonne ist hinter den Bergen verschwunden. Wir sind ja durch den Mount Aspiring Nationalpark gefahren und jetzt sind wir an der Grenze des Fjordland Nationalparks. Das ist, glaube ich, der größte Nationalpark der 13 insgesamt und wir sind schon ganz gespannt auf morgen. Richtig, morgen wird auch wieder ein langer Tag. Wir haben auch gemerkt, dass wir relativ früh ins Bett gehen jetzt, wo auch die Sonne super früh untergeht. Es geht es jetzt gerade, glaube ich, 5 Uhr oder so oder 5.30 Uhr. Und in der Früh stehen wir mittlerweile auch immer so um 6 oder 6:30 auf, um halt am meisten Tageslicht abzukriegen. Weil nach um 5 ist es auch blöd, Auto zu fahren, man kann nichts mehr groß sehen, Film geht auch nicht so gut. Deswegen versuchen wir immer das meiste aus dem Tag jetzt rauszukriegen. Ist eine Umstellung, nachdem man in Oakland doch immer recht lange wach war. Da war ja noch Sommer. Das stimmt. Aber ja, geht alles, funktioniert und wir haben eine gute Zeit auf jeden Fall. Denn wir gehen jetzt gleich mal wieder ins Bett. Mach's gut. Tschüssi.